Hallo, hier ist deine Insane Claudia und heute stelle ich euch meine 5 Lieblings-Pilates-Übungen vor. Bleibt dran, es macht volle Spaß. Ja, wir beginnen mit einer sehr sanften Übung und zwar mit dem Vierfuß. Und da habe ich ganz was Angenehmes mir ausgedacht und was ich einfach immer wieder gern mache, weil es für den Rücken so angenehm ist. Du hast den Bauch im Pilates aktiviert, Bauchnabel, Beckenboden aktivieren, vielleicht noch einmal die Schulterblätter nach hinten, unten kreisen und dann komm in eine neutrale Position und dann linken Fuß einmal hinten aufstellen, linkes Bein strecken, rechten Arm strecken, der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Nimm die rechte Hand, fahr über deinen Körper runter bis zum linken Knie, ruhig den linken Ellbogen ein bisschen beugen, schau, wie weit du kommst und dann komm wieder zurück. Zieh dich lang, Kopf dabei heben, schau nach vorne und mit der nächsten Einatmung wieder über das linke gestreckte Bein nach hinten schieben. Und wieder ausatmen, lang ziehen. Und noch einmal. Rechte Hand schiebt so weit sie kann. Gib dir Mühe. Vielleicht erreichst du sogar dein Schienbein. Und dann komm wieder zurück. Und lang ziehen. Lang, 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 lang. Rechter Daumen schaut nach oben beim Langziehen. Und Bein abstellen. Kurzen Katzenbuckel machen, Pferderücken. Noch einmal und letztes Mal Katzenbuckel, Pferderücken, neutrale Position, Bauchnabel, Beckenboden aktivieren, rechte Zehen aufstellen, linken Arm nach vorne strecken, rechtes Bein lösen, aktivieren noch einmal dein Powerhouse und dann komm mit der linken Hand bis zu dem rechten Knie oder sogar noch weiter nach vorne. Und weiter, tief atmen, lang ziehen. Zweites Mal, schieb die Hand bis zum Knie oder bis zum Schienbein und wieder zurück. Letztes Mal, weit, 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 ruhig den rechten Ellbogen beugen dabei und noch einmal lang ziehen und das Bein wieder abstellen. Setz dich ganz kurz auf die Fersen. Entweder abgelegt oder hängen lassen. Arme weit nach vorne. Und dann leg dich auf den Rücken. Wir kommen zu meiner zweiten Pilates-Lieblingsübung, nämlich die Criss-Cross. Jetzt kommt noch das Mikro umstecken. So. Ja, Criss-Cross, das heißt, ich habe die Finger am Hinterkopf. Achtung, wirklich die Fingerkuppen in den Hinterkopf, nicht die Finger verzahnen, okay? Bitte, bitte nicht. Finger am Hinterkopf, Bauchnabel, Beckenboden aktivieren, zieh einmal das rechte Knie her, schieb das linke Bein aus der Hüfte raus und zieh den linken Ellbogen zum rechten Knie. Selbstverständlich haben wir Bauchnabel, Beckenboden volle aktiviert und wechseln. Du kannst die Zehen lang machen. Oder die Zehen flexen, was dir lieber ist. Und fest atmen. Das ist ganz wichtig. Fest schnaufen. Zieh dich so lang du kannst in diese Seite hinein. Und wenn du noch Potenzial hast und noch intensiver arbeiten willst, dann schau wirklich auf diesen außenliegenden Ellbogen. Das gibt dir hier noch einmal mehr Dehnung und noch mehr Kräftigung für deinen seitlichen Bauch. Und was auch ganz wichtig ist, das Bein ziehen wir wirklich aus der Hüfte raus. Gell? Fest lang ziehen. Atmen. Ganz fest atmen. Und selbstverständlich sind unsere Mundwinkel oben. Die ziehen nach oben die Mundwinkel. Gell?
geht gar nicht anders. Du machst dein Tempo bitte. Nicht meins, nicht das von deinem Partner, nicht das vom Nachbarn. Du machst dein Tempo. Zieh dich ganz lang hier. Jawohl. Jede Seite machen wir nur 5 Mal, das kriegen wir ganz locker hin. Je mehr und intensiver du ausatmest, desto besser ist das Ganze. Bauchnabel noch einmal nach innen oben ziehen. Komm, das geht schon noch. Letztes Mal auf jeder Seite. Und ganz kurz Füße abstellen. Die Arme entspannt nach hinten legen. Beine vielleicht sogar ausstrecken. Leg dich hin wie ein X. Und selbstverständlich habe ich euch zu meinen Lieblingsübungen auch die Lieblings-Zwischenentspannungsübungen mitgebracht. Atmen. Wir kommen zu meiner dritten Lieblingsübung. Komm über die Seite nach oben bitte. Und da gebe ich dir jetzt ein paar Möglichkeiten, die du hast für diese Übung. Und zwar könntest du, wenn du möchtest, wir kommen ins Boot für diese Übung. Das heißt, wir sitzen mit einem langen, geraden Rücken und schaut einmal, wie weit ich da nach hinten gehe. Also das könntet ihr auch machen, wenn ihr möchtet, gell? Zu Hause. Und die Arme sind gestreckt. Das geht natürlich nur, wenn du wirklich den Bauchnabel und den Beckenboden volle herziehst. Wenn du da noch nie so viel Stärke aufgebaut hast mit deinem Bauch und dem Beckenboden, na dann geht natürlich nicht so weit nach hinten. Gell? Und da zwickt was. So, jetzt zwickt nichts mehr. Komm nach hinten. Bauchnabel, Beckenboden aktivieren. Einfachste Stufe. Die Füße bleiben am Boden. Das ist die einfachste Variation. Gut, dann die nächste Steigerungsform. Zehen sind höher als die Knie. Zehen sind höher als die Knie. Achtung, kein runden Rücken, schöner gerader Rücken. Oder die nächste Steigerungsform, die Beine sind ganz gestreckt und die Füße sind geschlossen. Du kannst jetzt aussuchen, was du machen möchtest. Finde deines, was du heute brauchst. Das Allerwichtigste am Weg dorthin, wo du merkst, was du brauchst, ist das Powerhouse voll angespannt, okay? Dann würde ich sagen, wir legen los. Powerhouse zu. Und Variante 1, Variante 2 oder Variante 3. Arme sind gestreckt, Finger lösen von den Beinen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Bauchnabel, Beckenboden aktiviert, immer noch. Hab einen geraden Rücken, zieh die Schulterblätter fest zusammen. Es darf da jetzt ein bisschen warm werden, okay? Die Füße dürfen ruhig anfangen, ein bisschen zu wackeln. Es ist vollkommen normal. Schäm dich nicht dafür, okay? Wir sind ja Menschen, keine Roboter. Also Bauchnabel, Beckenboden noch einmal aktivieren. Tief atmen. Lächeln dabei. Wir haben es ganz gleich geschafft. Komm, ein bisschen geht schon noch. Komm, ein paar Sekunden noch. Achtung. 3 Atemzüge noch. Bauchnabel noch einmal aktivieren und locker lassen. Ganz entspannt. Fußsohlen zusammengeben, Hände unter den Wadeln durchfädeln und ganz einen runden Rücken machen. In der Schildkröte entspannen. Auch eine meiner Lieblingsentspannungsübungen. Kopf aufrichten. Ja, und wir kommen zum Unterarmstütz. Und für den Unterarmstütz, ich habe euch eh schon ganz oft gesagt, wie wir den Unterarmstütz machen sollten. Aber natürlich kriegst du jetzt noch einmal von Kopf bis Fuß eine Information, wichtig, du hast die Ellbogen unter den Schultern. Ja, also erstens einmal nicht da draußen irgendwo, da haben wir keine Schulter und auch nicht irgendwo da vorne. Also
annähernd da irgendwo da. Ja? Und dann komm her, Bauchnabel, Beckenboden aktivieren. Und was hier noch wichtig ist, ist nicht in den Schultern drinnen hängen, sondern das Schultergelenk ist aktiv und auch die Schulterblätter sind dann aktiv. Das heißt, die Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule. Okay, Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule, Bauchnabel, Beckenboden aktiv und dann die Beine ganz geschlossen, dann ist es schwieriger, die Beine geöffnet, ist es leichter. Achte bitte darauf, dass der Hintern nicht da oben ist. Achte bitte darauf, dass du nicht irgendwie so durchhängst. Gell? Okay? Also, dann würde ich vorschlagen. Bauchnabel, Beckenboden, auf geht's. Komm, Fersen schieben nach hinten. Schultern aktivieren, samt den Schulterblättern. Lächeln. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Aber gemeinsam schaffen wir das. Wir sind schon, das ist, finde ich, die schwierigste Übung. Aber ich bin natürlich gespannt, was für dich die schwierigste Übung war. Das darfst du mir natürlich sehr gerne in den Kommentaren schreiben. Schieb die Fersen nach hinten. Kneif den Po noch einmal zusammen. Komm, Bauchnabel, Beckenboden aktivieren. Halte noch. Tief atmen. Die Finger sind entspannt. Gesicht ist entspannt. Kneif noch einmal den Po zusammen. Aktiviere noch einmal deinen Beckenboden. Aktiviere noch einmal deinen Bauchnabel. Schieb die Fersen nach hinten. Drei Atemzüge schaffen wir noch. Yay! Das waren zwei. Ja, und einer noch. Atemzug noch und Knie ablegen. Lass alles da, wo es ist und schieb einfach so den Hintern ein bisschen nach hinten. Das ist eine Variation vom Panther. Wenn es geht, leg die Stirn oder die Kopfkrone ab, was gerade möglich ist. Und sorg dich nicht um dein Hohlkreuz. Im Gegenteil, je mehr du hier Lendenlordose machst und zeigst, desto mehr können deine Bandscheiben sich einmal so richtig auseinanderziehen. Also genieße das. Es ist alles safe. Tief atmen. Ja, und dann kommen wir schon zu meiner letzten wunderbaren Übung, und zwar das Schwimmen. Ja, tatsächlich. Aber man ist draufgekommen, dass man nicht mehr so schwimmt wie Pilates seinerzeit, nämlich schnell, sondern man schwimmt jetzt langsam. Und zwar mit sehr geführten Übungen und man geht wirklich an sein Maximum, dass man die Arme und die Beine hochziehen kann. Vorweg, ich zeige dir, was du nicht machst. Das ist nämlich das. Du machst nicht das, gell? Erstens könnt ihr das stundenlang machen und zweitens hat es mit dem Rücken nichts zu tun. Da kann ich den Rücken weder langziehen noch bearbeiten. Du ziehst das Bein so gestreckt wie möglich aus der Hüfte raus und hast das Gefühl, du möchtest die Hüfte während dem Rausziehen von der Matte lösen. Manchmal ist es auch so, dass man es einen Millimeter löst, mehr ist es nicht. Aber nur diese Intention hilft dir schon, um den Rücken wirklich lang zu machen. Und dann ist es noch wichtig, das Schambein in die Matte zu drücken. Also Schambein drücken wir in die Matte hinein. Dann mache ich als erstes, bevor ich irgendwas mache, wer mich kennt, weiß das, meine Kurse besucht, weiß, dass ich hier zuerst den Rücken lang ziehe. Seht ihr den Unterschied? Ich ziehe mich hier raus und erst dann komme ich hoch. Jetzt ziehe ich die Beine und die Arme weg von der Matte. Und dann einmal rechten Arm und linkes Bein hochziehen und wieder sinken lassen. Und die andere Diagonale hochziehen und wieder sinken lassen. Und wieder die erste Diagonale. Die Ellbogen dürfen gebeugt sein, ist überhaupt kein Problem. Was nicht gebeugt sind, sind die Knie. Versuch die Knie einzufrieren und die Übung aus der Hüfte rauszumachen. Ich weiß, dass das früher oft so praktiziert wurde von Pilates-Trainerinnen. Ich weiß es. Aber versuch, wenn du dir das eingelernt hast, das auch wieder rauszubringen. Und es funktioniert, es geht. Das ganze Gesicht schaut übrigens Richtung Boden, auch deine Stirn. Und du ziehst hier richtig schön lang. Tief atmen dabei. Das ist jetzt gerade der Rücken, gell?
was du da machst für den Rücken, das ist gerade für ihn Balsam. Genau das kräftigt ihn, stärkt ihn, gibt ihm wirklich einmal Halt. Und es dürfen alle kleinen Muskelgruppen hier mitarbeiten, die sonst, wenn du schnell arbeitest und schnell schwimmst, gar nicht so viel tun dürfen, die überhaupt nicht zum Zug kommen. Zieh dich lang, komm. Atmen ist erlaubt und erwünscht. Lächeln, perfekt. Und jede Seite noch zweimal, komm. Das schaffen wir, wenn du nur intensiv atmest. Und langsam. Mach ein Kissen aus deinen Händen, leg die Stirn drauf ab. Und beug die Beine. Und dann lass deine Füße zu Scheibenwischern werden. Und jetzt hier kannst du wirklich die Füße so weit zur Seite geben, dass sich die Hüfte auf der anderen Seite von der Matte löst. Ganz entspannt. Ganz angenehm. Ja, ihr Lieben, das war's von mir für euch. Ich hoffe, ihr habt euch mit meinen Lieblingsübungen wohlgefühlt und es ist euch gut gegangen. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst es, einfach in den Kommentaren reinschreiben. Ich beantworte es sehr gerne. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht macht es noch ein paar Mal nach, das Video. Und ja, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, dann wird es aber Zeit. Und vielleicht schenkst du mir, gefällt mir, darf mich freuen. Und gib mir Bescheid, welche Übung ist denn dir am schwersten gefallen? Ich freue mich drauf. Schöne Zeit, gesund bleiben, wohlfühlen, macht es gut. Ciao, danke.